Zu sagen, dass die Vogelkunde tot ist, war hat gelogen. Aber Hippies sind nicht grad die Hocken vom Ornithologen. Und ein attraktives Image, ja, das tat sich wirklich lohnen. Weil so kriegt man Nachwuchsforscher und auch Forschungssubventionen. Man ist darüber sich bewusst und bemüht sich darum heute um ein hippes neues Image und moderne junge Leute. Die sind meistens nicht im Wald daheim, wo die Vogel halt so nisten. Die haben oft nicht mal einen Garten und schon gar keine Vogelkisten. So ein Stadtmensch wird man selten für ein Leben am Land gewinnen. Also muss die Ornithologie halt in die Stadt zu ihnen. Kommt der Image gut gelegen, man schafft sich neues Birding. Innerstädtisch Vogel schauen hast heute Urban Birding. Urban Birding, anstatt auf Safari gehen. Urban Birding, statt Yetis suchen im Schnee. Urban Birding, wir bleiben da in der Stadt. Wenn man so wird draußen am Land, ja eh in der Stadt oft einen Vogel hat. Ich hab's ausprobiert, das Urban Birding, es war wie im Traum. Gut, Vielfalt ist was anderes, doch dafür sieht man Daum. Ohne Gucker, da in einem angestammten Lebensraum. Majestätisch durch die Lüfte, ja so flattern nur die Daumen. Vom Brunnen ein Naturschauspiel wird dir den Atem rauben. Ums letzte Eckerl von einem Salzstangerl, da streiten sie zwei Daumen. Es erscheint mir Aphrodite, die geboren ward im Schaum. Wurscht, weil dort beim Mistgewitter flattern ein paar Daumen. Ja, das ist Urban Birding, anstatt auf Safari geh. Urban Birding, statt Yeti suchen im Schnee. Urban Birding, wir bleiben da in der Stadt. Wenn man so wie draußen am Land, ja eh in der Stadt oft einen Vogel haut. Schönbrunn, da fressen die Eisbären manchmal Pfau. Bei uns gibt's keine Eisbären, na die fressen da die Daumen. Sogar die Atheisten fangen alle an zum Glauben. Nur ein Schöpfer schöpft Geschöpfe, die so edel sind wie Daumen. Was sie zum Ausdruck bringen will, wird klar, ich fass es nur mal zusammen. Wer in die Stadt geht Vogel schauen, der sieht einen Haufen Daumen. Den Zweiflern stelle ich zum Schluss die Frage in den Raum. Warum sonst hat der Stadtplatz bitte Daubenmark zum Namen? Na das ist Urban Birding, anstatt auf Safari gehen. Urban Birding, statt Yeti suchen im Schnee. Urban Birding, wir bleiben da in der Stadt. Wenn man so wie draußen am Land, ja eh in der Stadt oft einen Vogel hat. Alle Vögel sind schon da. Urban Birding, anstatt auf Safari gehen. Und jetzt alle. Urban Birding, statt Yeti suchen im Schnee. Urban Birding, zur Vollständigkeit nur Satz. Hier und da, da sieht man in der Stadt an der Stadt an der Daumen einen Spatz. Aber sonst...